Freche Fragen an Pflegekräfte. Was war der schlimmste Moment? Auch das kann ich nicht so genau sagen. Also es gibt so ein, zwei Situationen, das waren sehr schlimme Reanimationen, wo auch ja, sehr viel Emotionales dabei war, wo ich auch eine junge Kollegin aufbauen musste. Das ist was, das ist geblieben und das kommt auch immer mal wieder. Aber ja, es gehört zum Beruf dazu, sage ich es mal so. Der schlimmste Moment in meinem Berufsleben war eine sehr junge Patientin, nicht viel älter wie ich, die, wo man dann gesehen hat, dass sie das nicht geschafft hat und halt ihre Familie so gesehen halt mit zurückgelassen hat nach ihrem Tod. Ich glaube, das war eine emotionale Geschichte auch. Ich hatte während meiner Schwangerschaft noch Nachtdienste absolviert und ein sehr langwieriger Patient, der lange in der Querschnittabteilung behandelt wurde, ist gestorben, aber hatte einen Herzschrittmacher und dann hat es ewig gedauert, bis er dann tatsächlich gehen konnte. Also er ist ja eigentlich gegangen, aber das Herz hat weitergeschlagen und das ist mir sehr nahe gegangen. Das war ein 9-jähriges Mädchen, was an Hirntod bei uns auf Intensivstation lag und die dann auch zum Schluss zur Organspende freigegeben worden ist. Wo Kinder sterben. Und das hatte ich leider zweimal gehabt und das zieht einen schon ein bisschen runter. Der schlimmste Moment war, als ich das erste Mal einen Menschen sterben gesehen habe. Das war wirklich sehr schwierig für mich auch zu verarbeiten, weil ich vorher auch noch nie so richtig was mit dem Tod zu tun gehabt hatte.